Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Y Randomizer Nuzlocke Edition. Ja, meine lieben Friends, wir waren im letzten Part ja hier und ich habe euch gesagt, wir machen vielleicht da oben die Story fertig, vor allem in diesem großen Palast. Und ja, das habe ich gemacht. Ich habe die Story fertig gemacht. Ich habe da jetzt die Pokéfilter bekommen und all. Habe ich die überhaupt gefunden? Das ist eine gute Frage. Gucken wir mal ganz kurz nach. Bevor wir die jetzt irgendwie doch nicht. Doch, wir haben die Pokéfilter hier. Ich habe auch ein bisschen trainiert. Zwar nicht so viel, weil da nicht so viel zu trainieren war. 17, ne, ist klar. Und mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass das Toxipad nicht gerandomized war, sondern das normal da auftaucht. Aber da ich jetzt so dumm war und das auch schon trainiert habe, ist es jetzt meine Schuld und deswegen behalte ich es doch einfach und es wird ja eh noch gerandomized durch die Entwicklung. Deswegen habe ich da kein Problem mit. Wir gucken noch ganz kurz hier unten. Hier müsste es, glaube ich, auch ein Pokémon. Gibt es hier überhaupt ein Pokémon? Hey du da, komm mal her! Das könnte vielleicht etwas persönlich, aber ich würde dich gerne darum bitten, dich um einen Bären. Ach, stell dich mal vor. So, ihr seid gerade so an einem Vorbeilaufen bei einer Farm. Oder irgend sowas und ich habe doch sogar, habe ich nicht Nein gedrückt, egal. Und dann auf einmal kommt der Farmleiter da so her angestachelt und sagt so, ja, helf mir mal ganz kurz. Und ihr wisst gar nicht, was er von euch will. Vor allem, ihr seid so ganz fremd, ihr seid nur so kurz am Vorbeilaufen da. Ihr kennt den gar nicht, ja, so weltfremde Leute, ich weiß nicht. In Pokémon ist es so richtig so, yo, du siehst sehr vertrauenswürdig aus, hier. Kümmere dich um mein Beet, Spasti. So kommt mir das rüber. Und, ja. Gut, wir haben hier jetzt nicht zufällig noch irgendwas, wo ich was fangen kann, oder? Gibt es hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Das sieht eher nach einer Scheiße sieht's aus. Ja, okay. Hier können wir also nichts so, des Weiteren machen. Aber hier erwartet uns nämlich ein weiterer Encounter. Relaxo, denn auf dieser Route haben wir noch nichts gefangen. Und es ist der erste Encounter. Und ja, es ist wieder ein Encounter, den wir vom Spiel programmiert bekommen. Aber habe ich kein Problem mit. Relax ist ein cooles Pokémon. Könnten wir so gesehen als Opfer-Pokémon mit reinnehmen. So Safe-Switches mäßig, so wisst ihr Bescheid. Wenn wir es denn überhaupt auch fangen, weiß man ja nicht, ne? Es kann sein, dass wir es fangen. Kann sein, dass wir zu scheiße sind zum Fangen. Wer weiß, es ist Level 15, okay. So schwer sollte es jetzt nicht zu fangen sein. Was setzen wir denn ein? Ich würde sagen, Fassade. Sieht der Wasser könnte verbrennen, da habe ich keine Lust drauf. Fassade sollte nicht so viel abziehen. Okay, es zieht gar nichts ab. Stromstoß. Das zieht schon eher was ab. Komm, paralysiere mich. Dann könnte ich zum... Obwohl, ich glaube, die Paralyse würde sogar zu viel also bei der Fassade ändern. Also die Fassade würde zu stark sein durch die Paralyse. Ich versuche trotzdem mal zu fangen einfach. Komm. Wir haben ja nichts zu verlieren, sage ich mal. Und einer hat mir in die Kommentare geschrieben, er würde gerne Relaxo sein. Und weil er auch der Einzige war, der geschrieben hat, dass er Relaxo gerne sein möchte, benenne ich dich auch gerne nach Relaxo. Und das hat sogar sofort geklappt. Gut, Patrick, aka Typ mit dem Patrick Star Profilbild, der auch Patrick heißt. Wir heißen dich jetzt im Team willkommen, Patrick. Und ja, bist du überhaupt männlich? Ich weiß es nicht. Kampfstahl, cooles, coole Typen-Kombi. Gut, Patrick, du bist jetzt in unserem Team. So, was ich aber noch ansprechen wollte in diesem Part, ist die Sache mit den Product Placements und auch die Sache, dass ich was durch dieses Smite Product Placement, was eigentlich auch irgendwie wieder unnötig zu Tode gehatet wird, wie ich finde, was mir dadurch aufgefallen ist. Die Sache mit dem Smite Product Placement war jetzt so. Dieses Product Placement stört in keinster Weise den Kanal. Deswegen kann ich auch nicht verstehen, dass Leute das irgendwie disliken oder so. Wenn sie es nicht sehen wollen, sonst nicht anschauen. Denn das Video ist ein drittes Video an dem Tag. Und ich lade im Moment eigentlich nur zwei Videos hoch. Den dritten Slot möchte ich später für etwas ganz Besonderes nutzen. Was ich gleich ansprechen werde. Und der wird derzeit halt von diesem Product Placement geführt. Für vier Parts. Und es stört eigentlich so gesehen gar keinen. Da es ja nur ein extra Video ist, was ihr euch noch angucken könntet. Aber auch nicht angucken müsst, weil es nimmt die Slots für die Pokémon-Videos nicht weg, die um 13 und um 18 Uhr kommen. Die kommen ja immer noch. Das andere Video kommt um 20 Uhr. Und das Ding ist einfach, ja, warum nicht, komm. Was ist denn das hier? Ist es hier so eine...
ist das hier so eine, wie heißt es nochmal? Pension, genau. Nee, ich brauche nicht zum Abgeben. Was ich sagen wollte, ist, durch Smite, ist mir was aufgefallen. Das Spielen dieses Spiels, beziehungsweise das Let's Playen des Spiels, hat mir Stromstoß von Typ Stahl, Fokus, Alter, das Ding ist ja gar nicht mal so scheiße. Nigga. Das hat mir was gezeigt. Das hat mir gezeigt, dass ich etwas vermisse. Und zwar eine Variation zwischen Let's Plays. Heißt, dass ich nicht nur Pokémon mache. Weil es hat mir Spaß gemacht, mal wieder etwas anderes zu machen. Und dafür sind diese Pro Placements auch gut, weil ich somit auch mal wieder ein bisschen in andere Bahnen komme. Und ja, wie gesagt, dadurch habe ich wieder gemerkt, so, es macht mir Spaß, auch mal was anderes zu machen. Jetzt wird noch ein Pro Placement nach Smite erstmal kommen und dann ist erstmal gut mit der Sache. Das war halt, weil gerade, das nächste ist sogar relativ geil, das werde ich auf jeden Fall feiern, also hoffe ich zumindest mal, weil das ist richtig cool. Das jetzt hier gelaufene Smite war aus einem gewissen Grund, also habe ich es genommen. Ich habe es vorerst abgelehnt, es wurde mir schon mal angeboten. Doch der gute Musician ist, da er im Moment krank ist, ausgestiegen aus dieser Kampagne, aus der Pro Placement Kampagne. Somit wurde ich nochmal angeschrieben deswegen und Alter, fuck, macht das viel Schaden. Und somit wurde ich halt nochmal angeschrieben. Und da habe ich schon gesagt, so, ich weiß nicht, das würde nicht gut ankommen bei mir. Dann habe ich gesagt, ich gucke es mir mal an und wenn ich, ich habe mir die Videos ein bisschen angeguckt dazu, dann melde ich mich vielleicht nochmal später wieder. Und da der gute Kollege, der mir das angeboten hat, halt schnelle Rückmeldung brauchte und sonst aufgeschmissen wäre, wenn er keinen anderen gefunden hätte, habe ich gesagt, jo, ich mach das. Sah ja auch nicht schlecht aus, das Spiel ist auch nicht schlecht, also ich finde das relativ cool sogar. Und ich habe auch Spaß beim Aufnehmen, das finde ich auch relativ gut, dass ich... Mann, fuck mich das Magneton gerade ab. Wird Gregory das aushalten, so ein Hammerarm? Ich weiß nicht. Wie gesagt, also es war mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und es war eigentlich nicht aus, also ich habe es vorher, wie gesagt, schon mal abgelehnt, das Pro Placement. Also es war eher so, jo, von wegen so, ja, ich will dich jetzt nicht im Stich lassen. So, deswegen war es eher. Könnt ihr mir jetzt glauben, könnt ihr mir jetzt nicht glauben, wenn ihr wollt. Aber ich stehe auch zu den Videos, weil mir sie auch sehr viel Spaß gemacht haben. Und ich nicht sagen würde, yo, ey, ich mach das, weil wegen Geld. Ich mach das, auch wenn es mir jetzt kein... Oh, fuck! Warum muss das scheiß verdammte Vieh so eine Attacke haben? Mann! Ich mache es, weil es mir Spaß macht. So, jetzt mir jetzt keinen Spaß gemacht, das Spiel. Hätte ich es aufgehört. So, Giftstoff, bitte vergifte einfach. Vergifte einfach. Vergifte doch. Alles klar. Wir haben hier gerade zwei Pokémon verloren. An dieses Scheißvieh. Okay. Zwei wichtige Pokémon haben wir verloren. An dieses Scheiß-Drecks-Magneton. Mann, ich flipp bald aus. Kannst du nicht einfach sterben gehen? Geh doch bitte einfach sterben. Wir haben gerade zwei Pokémon verloren. An Magneton. Fuck it. An fucking Magneton. Nice. Geil. Super. Freut mich fast schon. Mikri. Kannst du eigentlich nur normal attacken, ne? Okay, komm. Bekannte Attacken behalten, ja. Wie gesagt, also hätte es mir das Spiel jetzt keinen Spaß gemacht, hätte ich das auch abgebrochen, so. Aber es hat mir Spaß gemacht, deswegen. Und dann kommt noch die coole Verlosung dazu, was ich auch so cool finde, und ja. Auf jeden Fall bin ich durch Smite auf eine kleine Erkenntnis gekommen, die ich vielleicht mal gebraucht habe. Ich habe einfach mehr Bock, jetzt auch mal wieder was anderes als Pokémon zu machen.
Wird dem Kanal aber auch nicht schaden, da die zwei Pokémon-Videos eh noch jeden Tag kommen werden. Ich aber dazu an manchen Tagen halt um 20 Uhr noch ein, vielleicht Mario, vielleicht Sonic, Donkey Kong oder irgendwelche anderen Random-Spiele machen werde. Heißt also, ich werde um, oder vielleicht auch um 16 Uhr mal, muss mal gucken, 16 oder 20 Uhr ist dann immer so die Zeit, wo halt die Videos kommen, die nichts mit Pokémon zu tun haben. So, das ist nichts Schlimmes für euch. Es werden zwar wieder Leute, Idioten geben, die das haten werden, weil es kein Pokémon ist. Ist kein Pokémon. Und dann denke ich mir einfach so, ich habe nie gesagt, dass es ein reiner Pokémon-Kanal ist. Und es ist ja meine Entscheidung, was ich mache. Und es stört euch eigentlich sowas von gar... Oh, das ist Charlie. Es stört euch eigentlich sowas von gar nicht. Ich habe nicht die Pokémon auf die Box reingestreut. Muss ich gleich machen. Scheiße. Und es ist ein Doppelkampf, ne? Und ich habe ja noch mein eines Pokémon draußen. Scheiß drauf. Ich glaube, ich verwende das jetzt einfach noch eben kurz. Ne. Meine beiden Pokémon sind da. Okay, gut. Dann brauche ich das ja nicht. Gut. Was ich sagen wollte ist, wo war ich gerade stehen geblieben? Mir fehlt einfach noch so ein paar Spiele, die ich machen kann. So was abwegig von Pokémon ist. Klar, Pokémon-Spiel macht mir auch noch sehr, sehr viel Spaß. Das würde ich auch nicht machen. Aber mir fehlt einfach ein bisschen was, was ich mal so zwischendurch bringen könnte. Irgendein Random-Spiel einfach mal. Was vielleicht auch mal ein paar andere Leute nochmal anlocken könnte. Was euch nochmal so für... Also, womit ich euch auch nochmal ein paar andere Spiele zeigen könnte, die euch interessieren könnten. Muss jetzt nicht unbedingt so ein Product Placement sein. Ich habe gesagt, es sind auch nicht Product Placement-Videos, die dann um diese Uhrzeit kommen werden, weil... ich habe einfach Bock drauf. Ich will einfach mal wieder was neben Pokémon machen. Und ich muss mal gucken, wann ich das dann so anfangen werde und was ich da genau machen werde. Ich will mir da noch ein bisschen was überlegen. Und mal gucken. Gut, da hatten wir das Thema abgeschlossen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr gegenüber diesen Extra-Videos so kontrovers seid, weil... Ja, also ich verstehe das nicht. Aber, naja... Egal. Wir kümmern uns wieder mal um gute Sachen, das ist Spiegelsalbe, wobei die auch nicht so gut ist. Na gut, bekannt hat er gehalten. Pubita, ne? Pubita ist auch so ein Ding. Cricket hier Level 18. Darplay Level 18. Mann, Darplay hätte sich entwickeln... Ach, oh, Patrick ist cool. Darplay hätte sich noch entwickeln können. Mann, und das will jetzt einfach nichts mehr, weil es tot ist. Weil es tot ist, ja. Und das ist nicht gut. Wir können jetzt eigentlich Fasana einsetzen. Das Ding ist so gut wie tot. Nochmal sieht ihr, was da hier. Bei Maeve, Paralyse, Fassade. Das Ding ist eigentlich so gut wie down. Ja, vor allem jetzt. Und Stachelspore, schon wieder. Warum immer Stachelspore? Ich hasse die Attacke. Das ist voll nervig. Gut, also wie gesagt, wir haben das jetzt so halbwegs abgeschlossen, das Thema. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen mehr aufs Gameplay hinüber. Ich bin fasziniert, dass wir echt so viele Pokémon... Och komm, ohne Spaß, reib's mir noch mehr unter die Nase, dass das Ding gerade so viele Level-Ups bekommt. Wisst ihr was? Ich habe gerade so eine kleine Idee. Ich gehe gerade mal so ein bisschen gegen meine eigenen Regeln. Ich will einfach wissen, was wir hier für eine Entwicklung bekommen hätten. Ich lasse Darplay hier jetzt im Team erstmal. Und guck mir nur, also ich werde es jetzt nicht einsetzen, also vielleicht mal zwischendurch aussehen halt, wenn es gerade, obwohl nee, ich brauche es eigentlich, ich werde es nicht einsetzen, ich will aber nur gucken, zu was sich entwickeln würde, und wenn es eine coole Entwicklung ist, dann dürft ihr entscheiden, ob ich es behalten soll, machen wir es mal so, war ja, was ich gutheißen soll, es war ja halt ein nicht zufälliges Pokémon, worauf ich mich auch hingewiesen habe, dafür habe ich halt kein neues gefangen. Dafür möchte ich jetzt halt gucken, was da noch rauskommt. Und wenn es halt cool ist, dann behalten wir es vielleicht im Team und wenn nicht, dann nicht. Ich meine, wir verlieren hier eh schon unser Groudon, was eigentlich schon schmerzhaft genug ist. Ich meine, guckt euch unsere Box an. Zwei Legis, ein Cherox. Über Eneko trauern wir nicht. Wie gesagt, ich werde die jetzt erstmal noch... Also ich werde zumindest... muss ich schon? Toxipet erstmal noch im Team halten, bis es sich entwickelt und dann gucken wir halt. Dann entscheidet ihr so gesehen, was ihr wollt. Ob ihr es noch haben wollt oder nicht, ob ihr es noch mögt oder es scheiße findet. Übrigens, ich war ja gerade im Pokémon Center. Warum habe ich nicht geheilt? Gute Frage.
Habe ich. Paraheiler irgendwie hier mit am Start. Ja, das habe ich am Start. Ich lasse einfach mal Relaxo vorne, weil ich glaube, das Ding ist schon stark genug für irgendwas. Und da wir eh gleich schon irgendwie in der nächsten Stadt ankommen, wo dann auch hoffentlich endlich mal der zweite Orden auf uns wartet. Oh, was ist das denn hier? Na, Sado, wusstest du, dass dieses Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren für Pokémon-Trainer ist? Man nennt es ein Kampfschluss. Das Kampfschluss, nicht ein Kampfschluss. Ja, ist ein beliebter Ort der Indigo-Region, ist jetzt aber auch okay. Und hey, wen haben wir denn da? Ist das nicht Zero? War das nicht Zero Line? Sifi und Charlie kämpfen zusammen gegen Solo und mich. Was? Oh, bitte verscheiß jetzt nicht, Zero, ne? Bitte verscheiß sie jetzt nicht. Einer hat zwei und einer hat ein Pokémon. Noctu und Flampivian. Okay, das geht ja noch klar. Wir haben Schalkwack. Wir haben Schalkwack. Schwalkack. Schalkack. Okay. Manche würden sagen, das Pokémon ist scheiße. Würde ich auch sagen. Und oh, Eisenschweif. Es zieht gar nicht mal so wenig ab. Reflektor. Okay, und Hausbruch. Okay, jetzt ist es doch Verteidigung. Und jetzt Angriff steigt, ne? Ja, ja. Ja, gut. Mach halt, was du willst. Ich mach mal Drachenpuls. Es zieht fast gar nicht ab, ne? Es zieht fast gar nichts ab. Fokusschuss auf Noctu. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Und ja, das war das gerade Drachen. Alter, warum können die alle meine Attacken? Das sind meine Attacken. Himmelsfeger. Was haben die hier für Attacken? Ich habe keine Wirkung auf Noctu. Das ist natürlich geil. Ich glaube, wir wechseln mal besser aus. Oder wir heilen ganz kurz und gucken, wie das hier weitergeht. Ich heile mal ganz kurz auf, komm. Dann gucken wir mal, was Schalkwapp so macht. Vielleicht macht er irgendwie eine KO-Attacke oder sowas. Kann ja sein. Drachenpuls. Es war Drachenpuls. Nicht irgendeine andere Attacke. Feuersturm, okay. Und Himmelsfeger. Das geht nur auf einen Pokémon, super. Das bringt jetzt nicht viel, weil Noctu ist immer noch ein bisschen zu... ich sag mal, stark. gut. Egal, wir schaffen das schon. Ich habe Vertrauen in mich und halbwegs auch Schalkwapp. Obwohl, es ist Schalkwapp, daran sollte ich endlich kein Vertrauen haben. Ich mach trotzdem mal Stromschuss. Mal sehen, vielleicht bringt das ja Krabhammer. Ne, Nachahmer. Ich hab Krabber. Ich ist ja viel zu spät, um hier irgendwas zu machen. Komm, Strohstoß. Bringt nicht viel. Bringt nicht viel. Ja, was... Hast du denn nicht irgendwas, Schalkwapp, was uns helfen könnte? Weiß nicht, also irgendein... Fokusstoß wieder. Das tut weh. Ich hoffe, es ist kein Volltreffer, sonst... Auch ohne Volltreffer killt es. Dieser Part, ne? Dieser Part bringt nur Opfer mit sich. Und wir sind wieder auf uns alleine gestellt mit Maeve und dem Roselia. Ich könnte heulen. Ich könnte heulen. Diese Nuzlocke bringt mich noch um. Noctu mit Fokusstoß. Das hättest du wohl gern, Noctu, ne? Das hättest du wohl... Hat er gerade auf mich Ultraschall eingesetzt? Hat Schalkwapp gerade auf mich Ultraschall eingesetzt? Oh, hab ich das gerade richtig gesehen? Wenn ja... Alter, du Hurensohn. Spielt er hier gegen meine Nuzlocke? Ne, auf jeden Fall ist das gerade nicht nett und nicht fair, was die Nuzlocke mit mir macht. Okay, Verbrennung. Nice one. Aber wenigstens die Verbrennung kriegen wir rein und Reflektor. Okay, Reflektor. Lichtschild.
Okay. Frisst die Lobe-Kanonade. Die sollte eigentlich killen, oder? Ja, perfekt. Ja gut, dann haben wir das ja auch hinter uns. Und mal sehen. Vielleicht nochmal Level Up für... Nein, kein Level Up, okay. Wir haben Relaxo verloren. Noch ein weiteres Pokémon, was eigentlich relativ cool ist. Was wir gerade erst bekommen haben, ist das Witzige. Also das nicht gerade Witzige, weil... Ja, wir haben es gerade erst bekommen. Deswegen ist das nicht witzig, weil ich wollte es gerne noch ein bisschen behalten. Und... Oh, warte. Geocave. Oh, fuck it. Wisst ihr, was Geocave heißt? Das heißt, da können wir so schnell nicht raus. Das heißt, wir müssen nochmal ein bisschen auffallen vorher. Ja, super. Wir haben jetzt also einen Relaxo weniger und ich würde sagen... Toxipet, ich hoffe, du wirkst dich zu was Coolem, was die Zuschauer mögen. Weil sonst habe ich noch ein Pokémon weniger im Team. Und das wäre echt nicht nice. Wie viel brauchst du noch bis zum nächsten Level ab? 84, ja, okay. Noch 3 Level bräuchtest du. Noch 3 Level. Komm, das wirst du auch wohl im nächsten Part dann spätestens schaffen. Denn, ja, ich würde sagen, auch für diesen Part war es halt das. Sehr bedrückender Part eigentlich. Ich habe 3 Pokémon so gesehen verloren. Wenn Toxipet bleibt, nur 2. Aber trotzdem sitzt der Schmerz richtig tief. Mann, ich sollte... Ich vergesse immer, die Pokémon irgendwie wegzubringen. Nachdem sie halt gestorben sind. Vor allem, weil... Einfach... Ihr wisst, ich habe es aus dem Alpha Saphir Ding halt... Ich kenne es davon. Einfach direkt weiterspielen, auch wenn ein Pokémon gestorben ist. So. Mann, die Box, ne? Hätten wir alle Pokémon aus der Box, außer Inigo vielleicht im Team. Wir wären so OP. Wir wären so fucking OP. Was haben wir? Fucking Roselia, Mino, ne, Plusel, oder Minum, Minum ist es, ne? Ne, Plusel, Plusel ist es. Und ein Toxipad. Also, ihr merkt schon, wir haben ein Team, was beschissener nicht sein könnte. Aber, wir werden es mit dem Team reißen. Wir werden es schaffen. Ich verspreche euch, wir werden das schon irgendwie schaffen. Ich will nur ganz kurz in die Geolink-Höhle reingehen, weil ich wissen möchte, wie die aussieht. Das weiß ich gar nicht mehr. Zubat-Nest. Komm, wir fangen unseren Encounter wenigstens eben noch. Ich will wenigstens den Encounter hier haben. Ich möchte den Encounter haben. Komm. Was für ein Pokémon bist du? Ein Seemops. Okay. Wir können unsere Kleinkinderparade mit einem Seemops weiterführen. Denn, naja, so gut ist ein Seemops jetzt nicht. Aber man kann ja immer noch gucken, was das für ein Movepool hat, welchen Typen Seemops hat. Kann aber trotzdem noch gut sein. Okay, wir haben Seemops also gefangen. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz. Weiblich. Ja, hier ist... Wir müssen ja noch Yulu sein und heißt Juli. Ich nenne dich einfach mal Juli, weil ich denke, Juli ist auch ein bisschen weiblicher, der Name. Kann trotzdem noch ein männlicher Zuschauer sein, das ist natürlich klar. Wenn dann... Sorry, sonst ist ein anderer Juli, eine andere Juli gemeint. gut. Das war's dann hier für Juli. Die ist jetzt in unserem Team. Wow, wie viele so oft den Rahmen ändern müssen. Gut, gucken wir mal ganz kurz, was du so für Attacken hast. Typ Stahl haben wir ja schon sehr oft hier gesehen und gehabt. Magnetsäfte, Erdanziehung, Schmeichler und Trankenhieb. Also eigentlich... Scheiße. Gut, mal sehen, was du in den nächsten paar Parts erlernen kannst. Ich hoffe, was Gutes. Wir sind, wie gesagt, jetzt ein bisschen auf uns geschmissen mit Rosé. Ich sag mal Rosé, das ist ja wie Sasam, Toxipet, Plusel und jetzt noch Seemops. Gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Euer Solo.